Moin und willkommen zurück zur SV Sandhausen Karriere. Heute steht der 25. Spieltag in dieser Zweitligasaison auf dem Plan. Und zwar ist dies ein Heimspiel gegen die Arminia aus Bielefeld. Die Arminia rangiert auf dem 18. Tabellenrang mit schon 5 Punkten Rückstand auf Platz 17 und sogar schon 8 Punkten Rückstand auf Platz 15, also müssen die hier heute bei uns beim Tabellenführer in Sandhausen schon bald gewinnen. So, bei uns wird natürlich Hauptmann verletzungsbedingt ausfallen, leider. Dafür werden wir. Ah, jetzt Problem. Ihr seht es hier: Höhler ist verletzt, Zu ist verletzt, Dorsch ist verletzt. Wir haben ein kleines Problem. Karl auf die Bank, dafür kommt Winter tatsächlich in die Partie hinein. Also der Kader ist dann doch ein bisschen dünn, wenn sich Leute verletzen. Aber es muss so gehen. Wir gehen rein in die Saison und ins Spiel Nummer 25. Wie heute in Schwarz, die Arminia, ein bisschen weiß. Parallel läuft heute 68 gegen Heidenheim und Lautern zu Gast in Braunschweig. Und wir werden so reingehen. Auf geht's. Gegen die Arminia, wie gesagt. So, der Paso mit dem Elfmeter-Training jagt den ersten aber natürlich drüber. Den zweiten macht er deutlich besser. Und wir sind drin im Hartwaldstadion gegen die Arminia. Und damit schauen wir gleich noch die Aufstellung der Arminia, wie die hier heute auftritt beim Tabellenführer in Sandhausen. Und hoffen, dass wir heute weiterhin unsere positive Serie behalten können. Und dann schauen wir mal, was hier noch so geht. Wir haben eine echte Aufgabe für die Arminia bei uns, denn die Arminia ist die schlechteste Abwehr und wir sind die beste Defensive der Liga, also ganz klar. Und damit ist unser Cheftrainer da. Eine große Frage. Er schaut sich auch schon mit Fischer, dann Stolarski, Gordon, Kister, Kakarada, Matras, dann Winter, Meffert, Piotrowski, Fischer und so guter Punkt. So E442 System. Und damit schauen wir mal, wie die Arminia hier reingehen. Mit Hesel, Langbeeren, Börner, Hartherz, Friede Schütz mit der Doppel-6, dann Vogel, Sommer, Nöte, Staude auf der 10 und Brandy auf der im Sturm. Mit 4-2-3-1. Und damit der Mannschaftskreis. Die Arminia stößt an in Weiß von rechts nach links. Auf geht's. Wie in Schwarz von links. Von links nach rechts im ersten Durchgang. Ab geht's. Die Arminia über Nöte. Nöte. Guter Paso ist gleich mal dazwischen. Guter Ball. Olarski. Piotrowski. Matras. Meffert. Polarski, die Flanke wird abgeblockt, Kopfball bleibt bei uns, Matras, Winter, der Ball fällt Fischer vor die Füße, Fischer kippt den Ball nochmal in die 5 Meter Raum und dann in dieser Phase gibt es keinen Eckball.
Den Eckball, der kommt von Piotrowski. Eckball Piotrowski, der kommt nicht schlecht. Den Ball wird nicht gut. Und jetzt Brandy. Kister ist dazwischen, wichtig. Kister. Stolarski. Kister. Matras. Meffert. Piotrowski. Fischer. Matras setzt sich da nicht unbedingt durch. Stolarski mit dem Ball. Freistoß war gepfiffen für uns. Fischer. Piotrowski mit dem Freistoß. Winter. Piotrowski nach außen. Meffert's Flanke in die Mitte. Und Börner klärt dafür die Arminia nach einer guten Viertelstunde. Hier ist der Eckball. Piotrowski, Eckball kommt. Piotrowski, zweiter Ball, gefühlvoll, aber kommt nicht ran. Matras kriegt den Ball geklärt. Schütz, Matras. Nöte. Friedel, gut dazwischen. Guter Ball. Piotrowski, aus guter Pause kommt nicht ran. Und die Arminia kann da erstmal klären. Friedel, Lang. Auch Vogelsammer. Vogelsammer über die Seite. Vogelsammers Flanke geklärt. Zunächst mal Vogelsammer. Zweiter Ball, der ist gefährlich. Fischer greift aber zu. Wichtig. Der Abwurf. Stolarski. Schöner Ball. Meffert. Staude. Fischer. Leute, bekommt den Freistoß für die Arminia zugesprochen. Schütz. Hartherz für die Außen. Die Flanke. Kister klärt. Winter. So guter Ball, so kommt er nicht dran. Doch, irgendwie schon. Der Ball wird ihm mal vom Fuß gegrätscht. Und er hat sich doch da hoffentlich nicht verletzt in dieser Situation. Die Arminia erstmal jetzt über Hartherz, über die rechte Seite. Gut dazwischen von Matras, der zum Einwurf klärt. In dieser Phase Nöte beim Einwurf. Auf wieder Schütz, wieder Nöte. Legt das Ding ab. Mahertherz für die Arminia. Ins Zentrum Schütz. Gut dazwischen Gordon. Starker Ball für so guter Pasu. Und Hartherz gewinnt den Ball. Im Laufduell Staude. Der Ball ist richtig gut für Brandy. Der ist natürlich schneller. Brandy steigt nochmal auf, legt das Ding zurück und Schütz jagt das Ding über den Kasten. Da merkt man dann, warum die Arminia Tabellenletzter ist. Wenn Brandy den selber macht, ist das vielleicht die deutlich größere Option, hier in Führung zu gehen. Paccarada. Matras. Meffert. Stolarski, Matras, Piotrowski, Fischer, zu guter Pasu, Meffert, raus auf Stolarski, Stolarskis Flanke, bindet keinen Schwarzen in der Mitte. Hat jetzt kann den Ball nur klären in Seiten aus, Einwurf in der 38. Minute.
für den SVS. Stolarski beim Einwurf. Findet eine Anspielstation in Meffert, der wiederum für Stolarski, der legt ab. Jutrowski, der legt nochmal ab für Winter. Winter sucht eine Anspielstation, der Ball wird ihm weggerät, fällt aber vor die Füße. Einer ist ein Häuser, sucht der Basu gegen Dings. Und dann gibt es Abseits gepfiffen gegen Suta Basu. Ja. Elfstoß für die Arminia durch Behrendt. Langer Ball. Kopfballduell gewinnen wir, der Ball bleibt bei uns. Matras, Winter. Der Basu kommt nicht entgegen, kommt doch irgendwie an den Ball. Legt die nochmal ab, der direkt. Meffert kriegt den nicht durchgesteckt. Und das ist Schütz, Schütz. Brandy, Seitenwechsel mit Lang, die Linie entlang. Vogel, Sammer, Flanke ist gut. Und Brandy grätscht rein und der Ball, der Aufsetzer geht rüber. Über den Kasten. Fischer mal mit dem langen Ball. Uta Basu. Brandy. Baccarada klärt. Zum Einwurf für die Arminia. Winter. Nochmal Einwurf für die Arminia. Schütz. Wir sind dazwischen. Kommen aber nicht an den Ball. Jetzt dann doch. Meffert. Spielt der Ball aber direkt zu Friedl, Friedl und dann ist hier Pause. Und damit gehen wir mit der Manuel in die Kabine gegen die Arminia. Parallel 68-1 gegen Heidenheim, Lautern 1-1 gegen Braunschweig. Und wir gehen dann rein in den zweiten Durchgang. Wir werden uns jetzt mal etwas offensiver aufstellen, denn wir wollen hier zu Hause natürlich ganz klar 3 Punkte gegen die Arminia holen. Logisch. Meffert. Briedl ist dazwischen. Gut dazwischen. Das Problem ist nur, dass wir, wenn wir offensiver natürlich agieren, auch für die Arminia Räume gewährleisten. Fischer. Wird da gelegt. 30 Meter sind locker bis zum Tor noch. Mit der gelben Karte wird ja wieder belegt. Das ist Behrendt, der die gelbe Karte sieht in der 40. Minute. Während wir mit diesem Freistoß wohl nichts unbedingt was anfangen können, oder? Biotrowski. Biotrowskis Flanke. Kopfballmöglichkeit. Wir kommen nicht zum Abschluss. Geklärt. Langer Ball. Gordons Kopfball. Stolarski. Meffert. Kiste. Wieder Stolarski. In die Lücke. Auf Fischer. Fischer setzt sich durch. Fischer kommt zum Abschluss. Hesel ist da. Aber mal ein Abschluss. Das SVS hier in der 52. Minute. Und Fischer, der sich einfach mal dein Herz nimmt. Mit diesem Abschluss. Langer Ball. Matras gewinnt den Kopfball. Der Ball fällt. Gordon wieder an die Brust. Der legt ihn ab. Meffert, das ist Matras. Biotrowski, das ist jetzt nicht schlecht gespielt, aber Briedl dazwischen. Dann der Ballgewinn. Biotrowski will Fischer anspielen. Der kommt aber nicht an den Ball heran. Biotrowski. Winter, das ist wieder zu guter Basu. Das ist jetzt nochmal abgelegt. Biotrowski kommt nicht zum Abschluss. Das ist dann, solche Chancen musst du dann einfach nutzen gegen die Arminia jetzt in dieser Phase. Zu guter Basu. Winter.
Börner ist dazwischen für die DSC. Kann jetzt mal so ein bisschen diese Powerplay-Phase vom SOS unterbrechen. Aber Winter gewinnt den Ball. Piotrowski, schlechter Ball. Börner. Pacarada. Stolarski kommt nicht rein. Ran, zurückgelegt. Hesel, langer Ball. Achtung. Wie komme ich an den Kopfball? Stolarski mit dem Fehler gegen Brandy. Gordon nimmt völlig raus. Der Abschluss von Brandy aber viel zu schwach. Priele geht raus. Junglas kommt jetzt in der 62. Minute für die Arminia. Wir werden Fischer den Abschluss mal kurz ausführen lassen. Auf Kiste, der für Pacarada. Pacarada mit Winter, mit Piotrowski, mit zu guter Pasu. Mit Winter. Mit Fischer. Fischer braucht da zu lange gegen Lang. Und jetzt Jürgen Brandy. Und jetzt Achtung. Denn da läuft der nächste. Stolarski ist aber dazwischen. Wird gelegt von hinten. Muss die gelbe Karte geben. Und wir werden wechseln. Piotrowski raus. Vollmann rein. Genauso wie heute Matras rausgeht. Der Winter auf die 6. Dafür kommt Jansen ins Spiel. Nach 66 Minuten. In der Hoffnung, dass diese beiden Wechsel nochmal was bringen. Gelbe Karte dafür nötig müsste es sein, ja. Auf dem Flügel der Arminia. Natürlich ein Punkt heute wichtig wäre. Kurzer Ball auf Stolarski, der ins Zentrum. Neffert. Vollmann. Jansen. Winter. Guter Ball. Jansen. Guter Ball abgelegt. Nein. Wir kommen nicht an den Ball im Zentrum. Junglas. Guter Ball. Kista ist da. Pass auf. Wichtig. Mit Pacarada. Mit Jansen. Mit Vollmann. Hartherz. Gut dazwischen. Vollmann will ihn durchstecken. Und Börner ist da. Seitenwechsel. Hartherz. Gut dazwischen. Und da kommt jetzt Eiger für Schütz in die Partie. Auf Nöte. Gut dazwischen. Wir legen den Ball ins Zentrum. So guter Pasu. Durchgesteckt für Vollmann. Fischer kommt auch nicht gegen Lang vorbei. Wir sind nicht unbedingt drauf und dran. Lang. Vogelsammer. Gut dazwischen. Börner. Ist dazwischen Junglas. Nötes, langer Ball, bindet nur Pacarada. Winter. Brandy. Kister blockt. Die Flanke zum Eckball für Sandhausen. Jetzt geht raus, da kommt Schupper nochmal in die Partie bei der Arminia. Wir werden mal wechseln. Nötes Eckball. Fischer ist da. Wir nicht unbedingt die Zeit haben, jetzt noch was zu probieren. Stolarski, wir müssen uns was einfallen lassen hier jetzt. Kiste. Pacarada. Mit Tempo. Pacarada gut gemacht gegen zwei. Jansen. Und Seiger ist dazwischen. Wir sind dazwischen, kommen doch nicht ran. Konterchance für die Arminia. Nöte. Für Seiger, der Flanke.
Was? So guter Pasu. Abgelegt, Vollmann. Wir kriegen den Ball nicht gut geklärt. Salga ist dazwischen. Salga. Mit Teufelshof. Wo geht Sammer? Salga. Ach, Spielzeit ist schon wieder angebrochen. Salgas Flanke. Stolarski klärt. Mit diesem Flanke. Und dann ist hier nämlich Schluss. Und am Ende steht es zwischen dem SV Sandhausen und der Arminia aus Bielefeld 0:0. Ein Punkt, der für uns, ja, für die Remi-Könige der Liga okay ist. Eigentlich zu wenig, würde ich sagen. Und für die Arminia eigentlich auch zu wenig Schüsse. 1:2 Schüsse aufs Tor, 0:0. Mit mehr Ballbesitz, etwas mehr Zweikämpfe gewonnen. Passgenauigkeit bei beiden gleich. Aber halt kaum Offensivaktionen in dieser Partie. 68, 2:0 gewonnen gegen Heidenheim. Lautern 1:1 gegen Braunschweig. An diesem Samstag, wir werden Tabellenführer nach 25 Spielen natürlich. Der Rest spielt noch. Wir gehen noch ins Training. Und gehen rein in dieses Training, schon mal, was sich da verbessert in den Noten. Winter mit einem A verbessert sich auf eine 67. Rot mit D. Wiedrowski verbessert sich auch. Schischer verbessert sich auch fast. Und gehen wir noch schnell ein paar Tage voran. Und wir bleiben nicht Tabellenführer, denn Freiburg hat dreifach gepunktet, 1:0 nämlich bei Union Berlin gewonnen. Damit sind wir nur Tabellenzweiter, haben allerdings trotzdem weiterhin 5 Punkte Vorsprung auf den FC Ingolstadt. Und an dieser Stelle würde ich sagen, beende ich dann den Part und wir sehen uns dann zum nächsten Part, nämlich zum 26. Spieltag mit dem SV Sandhausen. Bis dahin, bleibt gesund, haut rein und ciao!